Ich würde gerne den Betäubungsschuss ein bisschen höher machen. Oh, ich würde gerne eine Splittergranate machen. Das machen wir doch auch gleich mal. Das wäre jetzt auch gut. Dann können wir gleich mal in den diese Gondel, die angebrochen kommt, eine schöne Granate rein. Diesen engen Rahmen wird das ordentlich was machen. Genau. Und hier machen wir da am besten noch die Überlastung rein, würde ich sagen. Weil wir ja auch was haben müssen gegen Schilde. So viel haben wir da ja noch gar nicht gemacht. So. Warps da so. Warp. Ich würde sagen Warp oder gegen Panzerung. Stase ist nicht... Stase bedeutet, ja, es bedeutet, du kannst einen Feind am Weitergehen hindern, aber... Das ist die Version der Singularität, dann wäre Warp nicht besser. Nehmen wir lieber Warp. Richtig. Blockiert die Gesundheitsregeneration des Ziels und schwächt Panzerung. Das ist gut. So, und jetzt... Let's rock. Verstanden! So, okay, die sehen uns offensichtlich noch nicht. Da kommen sie. Und Feuer. So, und jetzt hauen wir eine Granate rein. Auf geht's. Zwei Hammer. Dann machen wir erst eine Granate. Wow! Hi! Eieieiei! Ich glaube, da kommt noch einer mit einem Schild. Muss mir vorsichtig sein, dass er nicht von rechts kommt hier. Und der kommt nicht von rechts, Gott sei Dank. So, wir holen erstmal unsere Teamkameraden jetzt zurück. Schicken die mal hier vor. Dann müssen wir jetzt erstmal den hier loswerden. Den holen wir uns am besten wieder mit der Singularität. Dann machen wir hier auch die Taschen rein. So, das war's schon. So, und jetzt nehmen wir unseren Schikanen wieder mit. Dann haben wir noch einen. Dann machen wir Blatt. Das scheint auch schon gewesen zu sein. Oh Gott, ich wollte gerade in den Abgrund sprengen. Das wäre schlecht gewesen. Bestätige. So, jetzt übernehmen wir hier mal die Gondel. Oder Bahn oder was auch immer. Liera sollte vielleicht vorher noch einsteigen. Das wäre nicht schlecht. So, auf geht's. Wir sollten das rasch beenden. Die Archive sind auf der anderen Seite. Und ein Trupp wütender Scheiße. Die haben also offensichtlich mit unserer Ankunft gerechnet. Und, oh, jawohl, da kommt gleich mal eine andere Bahn noch. Aber wenn die mal nah genug sind hier. Granate. Noch nicht. Jetzt hau ich eine Granate rein. Hoffentlich trifft's. Und es trifft natürlich nicht. Das war klar. In voller Fahrt. Super. Komm schon, Singularität. Vielleicht können wir die da irgendwie rausziehen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Hihihi, tatsächlich. Wow. Das war, ja, nicht unbedingt optimal, aber... So, erledigt. Was machen die da eigentlich? Ich sag nicht, wonach das ausgesehen hat. Bye, bye. Das sind aber immer noch welche. Noch einer zumindest. Ah, komm schon. Wow, das war eigentlich unbeabsichtigt, aber... Wir scheinen die jetzt alle erledigt zu haben. Dann nehmen wir jetzt gerade den ihre Bahn zurück. Die sind ja echt freundlich hier, uns dann gleich eine neue Bahn zu bringen, wenn unsere alte kaputt geht. So. Da warten bestimmt gleich wieder neue Leuchtturm-Service auf uns. Ich sehe noch keine, aber... Ja, noch nicht, aber warte mal ab. Noch einige total Jan-Soldaten. So. Ah, von wegen! Hallo? Sag ich dann. Das gibt's ja nicht. Und es bringt nichts gegen das Glas zu schießen, merke ich gerade. Sollen wir mal aufhören, hier mit Granaten zu schmeißen? Ist ja unsäglich. So. Probier mal diese neue Fähigkeit. Fähigkeit? Welche denn? Von Yara. Warp zerreißen, was auch besser. Ja, für. Ja, aber Warp ist halt gegen. Genau. Ziel wird von Schilden geschützt, das heißt, das Ziel darf keine Schilde haben, damit es funktioniert. Ja, dann schicken wir den Alenko voraus mit seinem Überlasten. Das ist eine gute Idee, wir gehen jetzt erstmal hier raus. Moment. So. Den Centurio, nice. So. Jetzt schauen wir doch mal. Unsere Teamgefährten rücken von selbst ziemlich schnell vor, das ist ziemlich cool.
So. Ja, nice. Scheiße. Dann nehmen wir am besten einfach. Ich bin jetzt mit dem Scharfschützengewehr. Für den Eckraum. Warte mal ab. Shit. Ja, da magst du vielleicht. Da magst du vielleicht sogar recht haben. Deswegen nehmen wir jetzt tatsächlich die Maschinenpistole. Und ab in Deckung. Es war vielleicht gar keine so gute Idee, hier in Deckung zu gehen. Und ja, durch den Schlitz. Gegen seine Beine sehen wir hier. Tödlicher Treffer an Schienbein. Ja. Soll's ja geben. So, haben wir den jetzt mal. Sieht so aus. Ah, doch. Oder? Nee, das ist nicht. Ah, der hat ein Schild. Aber der steckt da irgendwie fest. Der kommt jetzt nicht raus. Da wär's mit dem Scharfschützen wieder mal eine Option. Nee, warte. Ich glaube, ich habe ihn schon. Ja, ich habe ihn gleich. Ja. Ja, das war's schon. Den erledigen wir jetzt so. Den finden wir wieder, ja. So. Hoho. Ja, dreh dich noch ein bisschen, genau. Tot. Sehr schön. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier um, nicht, dass wir hier noch was übersehen. Die Tür scheint zu sein. Dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Ist da was für uns? Ja. Oh, eine Vindicator. Das ist ein Sturmgewehr. Das nehmen wir doch auch gleich. Wo ist denn der Unterschied zwischen denen? Warte mal. Oh, das sind alles noch DLC-Sturmgewehr. Ah. Aha. Okay, also diese gelben, goldenen Balken geben das vorherige an. Oder geben die das vorherige an? Nee, das geben das Nee, doch, die geben das vorher an und das blaue gibt es der gerade ausgewählten Waffe an. Das heißt, die hat eine höhere Präzision, aber keine so große Kapazität und Feuergeschwindigkeit. Macht aber mehr Schaden. Ja, doch, dann würde ich sagen, wir nehmen auf jeden Fall die. Ja. Sieht besser aus. Aber vor allem, wir haben jetzt schon Munitionsprobleme mit dem Sturmgewehr und wenn wir jetzt ein bisschen präziser damit umgehen können. Richtig. Schau mal, aber wir haben noch neue Waffenmods gefunden. Stimmt, aber da brauchen wir aber erst eine Waffenmodstation. Ah, okay. Und die müssen wir dann erstmal finden. Wir machen jetzt erstmal hier unsere ganzen Munitionskräfte wieder gerade drauf. Gehen jetzt dadurch. Warum müssen wir denn jetzt lang? Warte mal. Erstmal medizinische Station. So. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch die Tür. So. Wir scheinen schon im Archiv zu sein, so wie es aussieht. Sieht mir sehr proteanisch aus. Sieht mir auch sehr unbewacht aus. Komischerweise. Verdächtigerweise. Ah. Der Unbekannte. Der Unbekannte? Jetzt wissen wir, warum Cerberus hier ist. Sie wissen gar nichts. Die Proteaner hinterließen uns diese Informationsarchive und wir haben nichts daraus gemacht. Was wollen Sie? Was ich immer wollte. Die Daten dieser Artefakte sind der Schlüssel zur Lösung des Reaper-Problems. Ihre Lösung kenne ich. Meine Güte. Ihre Leute werden in Monster verwandelt. Oh nein. Sie werden verbessert. Verbessert? Das unterscheidet uns, Shepard. Wo Sie Vernichtung sehen, sehe ich Kontrolle. Die Macht der Reaper beherrschen und lenken. Stellen Sie sich vor, wie stark die Menschheit dann wäre, wenn wir sie kontrollieren. Wieder einmal drei Gesprächsoptionen. Sie sind wahnsinnig. Nur über meine Leiche. Und sie vergeuden Zeit. Wir wollen natürlich mehr Informationen. Also, nehmen wir die doch einfach, oder? Genau. Die Erde wird belagert und Sie schmieden Pläne zur Kontrolle der Reaper? Überrascht Sie das? Mein Ziel war immer und wird immer sein, die Menschheit mit allen zugänglichen Mitteln zu beschützen. Die Reaper sind kein Mittel zum Zweck. Nicht für Sie.
Nein, das ist nicht länger Ihr Kampf, Shepard. Auch mit den proteanischen Daten besiegen Sie die Reaper nicht. Wir haben hier gleich natürlich dadurch, dass wir schon so schön viele positive Punkte gesammelt haben, eine Sonderoption in den Gesprächen. Dann helfen Sie mir, oder? Diese Sonderoptionen bringen uns auch meistens Vorteile. Die bringen uns Vorteile und nochmal zusätzliche Punkte in der jeweiligen. No. Also nehmen wir das doch einfach mal. Dann helfen Sie mir. Geben Sie mir die Kontrolle über Ihre Ressourcen. Ich halte Sie auf. Sie hätten das Zeug dazu. Aber die Chancen stehen gegen Sie. Und was wichtiger ist, ich will gar nicht, dass die Reaper vernichtet werden. Wir können sie beherrschen. Ihre Macht und ihre Essenz nutzen, um die Menschheit zum Gipfel der Evolution zu bringen. Okay, das nennt man dann wohl Größenwahn. Ja, wie stellt er sich das vor, will er den Rest der Galaxis versklaven? Naja, das ist ja letztendlich sein Ziel, die menschliche Rasse ganz oben, wenn mit der Macht der Reaper könnte er alle anderen Völker kontrollieren. Das ist ja bösartig. Bösartig? Das ist kein Ausdruck. Also wir als passionierte Alien-Knuddler können das nicht gutheißen. Eben. Sie übersehen die Gefahr. Die Menschheit braucht nicht, was Sie anzubieten haben. Ich erwarte nicht, dass Sie es verstehen, Shepard. Und ich bitte sicher nicht um Ihr Einverständnis. Ich habe Ihre Hilfe gebraucht. Genau wie Sie die meinen. Wer sind das? Aber wie bei den anderen Relikten hier, ist Ihre Zeit vorbei. Genug geredet. Liara. Mischen Sie sich nicht in meine Pläne, Shepard. Das ist meine letzte Warnung. Registriert. Shepard! Was? Die Daten sind nicht hier. Sie werden gelöscht. Leben Sie wohl, Shepard. Verdammt, wie macht er das? Jemand lädt die Informationen lokal hoch. Hey, weg von der Konsole! Oh, das ist Dr. Ivar Kor, genau. Los! Heilige.